Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs nach Ungarn, nach Debrecen und haben eine Kleinigkeit hinten drauf, ein Flugzeug. Ja, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir haben ja schon bald Budapest erreicht, obwohl, okay, insgesamt sind es 330 Kilometer. Ich will auch gar nicht trödeln, weil wir kommen eh zu spät, wie es aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich zu spät kommen werde. Scheint aber nicht mehr zu vermeiden. Ja, die Handbremse, ich weiß. So, auf geht's. Was ich mache ist, ich fahre zügig. Ich trödel jetzt nicht. Sehe zu, dass ich also weiterkomme. Ach ja, hier war das ja mit den Blitzern. Hier sollte ich jetzt mit dem zügig fahren, ein bisschen vorsichtig sein. Ach, da ist schon vorbei. Und, aber ich denke mal, wir kommen trotzdem zu spät. Ich glaube, dann gibt es auch kein Geld mehr, ne? Dafür. Nee, ich glaube, das... Aber schauen wir mal, wenn man ein bisschen zu spät kommt, ob man da vielleicht überhaupt noch ein bisschen was kriegt. Ich weiß es nicht. Das ist zu schnell. Wir loggen mal die 90 ein. Die ist vielleicht noch realistisch, so gerade. Da haben wir sie. Ja, Tank sagt gut 3/4 voll. Da brauchen wir nicht tanken. Ich sehe nämlich gerade, dass eine Tanke kommt. Ach ja. Ja, die Kurven sind aber noch so weit zu handeln. 306 Kilometer. Es ist 12 Uhr mittags und ich habe es doch noch richtig in Erinnerung, ne? Erwartet zwischen 13.50 Uhr und 14.50 Uhr. Das heißt also, wir sollen in knapp 2 Stunden, spätestens in knapp 3 Stunden da sein. Bei 300 Kilometern, das wäre mit dem Pkw... Wäre das noch zu schaffen, wenn die Straßen frei sind und nichts stört? Aber ich glaube so... No way! Wie Mayong so schön sagen würde. Oder wie heißt das? Ne, Sarakon. Kennt das jemand? Das ist ein altes Spiel. Schon sehr alt. Das ist, glaube ich, aus den Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre. Das hat so eine Mayong-Variante. Hm? Finde ich ganz prima. Sarakon. Habe ich viel gespielt. 70. Ja, ist egal jetzt. Ja, nicht ganz egal. Das ist doch mal... Ja, du bist doch wohl nicht ganz dicht, hä? Sag mal, du hast doch wohl auch den Hut mit dem Hammer aufgesetzt, oder? Vollhonk. Vielleicht bist du ein bisschen lebensmüde da. Der hat auch schon gezuckt, der Bus. Ich will aber nicht hinterher ötteln. Ob ich das mal wagen kann, hier zu überholen? Kommt irgendwas? Nö. Ja, jetzt gibst du Gas, ne? Doch, ich muss sagen, extrem realistisch. Das ist ja so wahr. So sind die Leute drauf. Gut, was der rote Pkw da gerade gemacht hat, das ist ein bisschen extrem. Sowas gibt es in der Realität auch, aber eher seltener mal. Wenn es das denn gibt, dann macht man ganz dicke Backen. Und wenn es ganz extrem kommt, dann hat man hinterher noch ein paar Minuten den Tatterich. Alles schon mal erlebt. Aber es ist selten, zum Glück. Tja. Bin angehalten worden vor ein paar Wochen. Ah, ist jetzt schon, ja, bestimmt schon 2, 3 Monate her. Da hatte ich mein Auto gerade ziemlich neu. War ich gerade so 2 Wochen mit meinem neuen Auto unterwegs. Bin ich dann mit Pizza gefahren. Ja, ich habe so einen kleinen Twingo. Bin ich dann mit Pizza gefahren. Dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, wie spät das war. Ich glaube, war schon duster. War noch Sommer. Weiß ich gar nicht genau. Aber es war wahrscheinlich so abends irgendwie 10 Uhr rum. Ich muss abfahren. Ja, bin ich angehalten worden. Die Polizei hinter mir, da war so ein Stück 30. Dann bin ich natürlich auch relativ langsam gefahren. Da musste ich auf der Spur bleiben, so ein bisschen quer die Spur. Und prompt ging dieses Anhalteschild an. Das war so ein Bulli, so ein Bus. Ja, kam der Polizist raus. Ja, allgemeine Verkehrskontrolle. Ach, herrje, sag ich, habe ich irgendwas gemacht? Ach ja, sagt er, vielleicht so einen kleinen Schlenker gefahren, ne? Ach so, habe ich gesagt. Ja, das lässt sich ja aufklären. Okay. Da war der gleich beruhigt. Ich sage, ich fahre Pizza aus. Das darf jetzt auch nicht zu lange dauern, das Ganze, ne? Ja, nee, dann haben Sie Alkohol getrunken? Ich sage, klar, mache ich immer bei der Arbeit. Und dann hat er gesagt, ja, gute Fahrt noch. Tschüss, weg, war. Das war unspektakulär. Ja. Weiß auch nicht, fällt mir gerade so ein. Hm. Natürlich, mein Führerschein und Zulassung hat er sehen wollen. Aber dann war es das auch erledigt. So, jetzt sind wir hier fertig mit der Autobahn. Erstmal ein Stück.
Da kommt aber noch mal ein Stück. Und jetzt müssen wir ein Stückchen Landstraße fahren. Ich erinnere mich schwach. Ich bin hier schon mal lang gefahren. So, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Hier gucken. Da kommt jemand, aber der ist noch weit weg. Und hier müssen wir jetzt gucken, dass wir da rumkommen. Das wird ein bisschen eklig. Wegen dem Pin hier. Kann klappen. Dazu muss ich aber eine richtige Sicht haben. So. Ich glaube, das ist so gut. Was sagt der Spiegel? Hervorragend. Ich bin ja so gut. Ach, was bin ich klasse. Meine Güte. Perfetto. Ist eine eigene Abwandlung von mir von perfekt. Ist blöd, ne? Ich glaube, das ist blöd. Naja. Oh ja, wir müssen gleich links abbiegen. Ich werde jetzt nicht die linke Spur nehmen, sondern ich werde einfach mal dreist beide blockieren, damit die mich in Ruhe lassen von da hinten. Wo geht's ab? Hier schon. Gott. Ja, dann kommt nämlich ein Stück Landstraße, genau. Mit ein bisschen Schwung da rein. Oh ne, das lassen wir mal mit dem Schwung. Der hat nämlich auch welchen drauf und ich glaube, sein Schwung wäre für mich ungesund. Jetzt bleibt er stehen. Dankeschön. Übrigens darf man sich nicht mit Lichthupe bedanken, weil dann fahren die nämlich los. Glaube ich, weil das nämlich hier bedeutet, fahr doch. Ne? Weiß ich nicht genau. Im Omsi ist es auf jeden Fall so. Wenn man da Lichthupe macht, dann fahren die los, weil das heißt, hier, fahr doch, ich gebe dir Vorfahrt. Das ist nämlich im Tutorial von Omsi, wird einem das nämlich auch beigebracht, dass man das bitte bedenken soll, dass von den KI-Fahrzeugen eine Lichthupe so interpretiert wird. Ja. Sollte man auch beherzigen. Oh, du hältst an, vielen Dank, ich fahre jetzt, mach vorher noch die Lichthupe und dann fährt er los. Ja. Wenn man sich das mal so vorstellt, hätte man doch eigentlich sagen müssen, da hätte man mal im Tutorial einfach weglassen sollen. Einfach so aus Spaß. Wie viele würden dann so, Dankeschön, Kupom, Arschloch! Ja, das Ganze dann mit versteckter Kamera. Wäre sowieso eine tolle Sache, so manchen Let's Player mit versteckter Facecam mal aufzunehmen. Und dann mal zu gucken, was die so für Grimassen schneiden, wenn sie meinen, das sieht keiner. Vielleicht popelt auch einer eine Nase dabei. Und verzerrt dann genüsslich die Ausbeute. Ist gut, ich höre ja schon auf. Ach ja. Oh, 90 auf der Landstraße mit dem Schwerlaster. Okay, ja, ging ja auch bergab. Ich bin ja gar nicht runtergefahren. Ich bin eher runtergefallen, ne? So, und jetzt geht es hier schon wieder auf die Autobahn drauf. Und ich glaube, das war auch so ziemlich das letzte Stück Landstraße. Wir haben nämlich jetzt noch Budapest zu fassen. Ich gucke jetzt nicht groß. Ich nehme die Kurve aber relativ... Das Schild liegt. Ja, warum auch nicht, ne? Ich glaube, so ist der beste Gang, um jetzt ein bisschen in Wallung zu kommen. Wir haben noch 200 Kilometer zu fassen und wir müssten ja jetzt da sein, ne? Da wird doch bald diese komische Stress-Hektik-Musik angehen. Wie war das nochmal genau mit der Zeit? Spätestens um 14.50 Uhr. Ja, wir haben keine Stunde mehr. Und wir haben noch fast 200 Kilometer. Das steht auch nicht Samstag, ne? Nein, heute. Wirklich heute. Wo habe ich denn so getrödelt? Normalerweise ist das doch gar nicht so eng bemessen. So. Es geht aber noch weiter geradeaus. Da müssen wir dann gleich nochmal abfahren. Das ist aber ein Autobahnkreuz. Das sollte unspektakulär sein. 90. Na, nicht ganz, noch weiter. Oh. 90? Hier? Das ist ja... Wir haben aber Vorfahrt. Ja, wir haben Vorfahrt. Gut. So. 90 ist eingeloggt. Obwohl wir gleich eh ab müssen nochmal. Ach ja, hier nämlich schon. Ja, ich weiß, hier ist 40. Da musst du die natürlich auch fahren. Das, was hier nie einer machen würde, im Leben nicht. Es sei denn, es steht ein Blitzer. Aber hier in den Kreuzen steht auch eigentlich nie einer. Das habe ich jetzt gesagt. Das hat irgendwann einer gehört und demnächst haben wir dann einen. Zwischen den Planken ist ein bisschen eng, aber ich glaube, ich habe nichts berührt. Ist alles gut gekommen. Gut gelaufen.
So, jetzt wieder beschleunigen. Wir haben noch keine halbe Stunde mehr. Ich freue mich schon auf diese Scheißmusik. Hoffentlich ist sie nicht so laut, dass die mir so richtig dazwischen quatscht. Auf jeden Fall wird es gleich ein bisschen spannend. Shit. So, die 90 ist eingeloggt. 160 Kilometer noch. Ungefähr 20 Minuten Zeit bis zum Abliefern, inklusive Einpacken natürlich. Und das ist ja nicht mal eben so eine kleine Schubkarre, die ich da einpacken muss. Nein, das ist auch noch ein Schwertransport. Und wenn man dann noch Stress und Hektik hat und dann diese Nervmusik dabei, oh weia, dann werde ich auch mal schon mal leicht ein bisschen figgerig. Hoffentlich versteht ihr das jetzt nicht falsch. Ich sage einfach nervös, aufgeregt, angespannt. Leute, die ja nicht nur mit Fäkaliensprache um sich werfen, die sagen, ohne was Schlechtes dabei zu denken, ein bisschen fickerig. Aber das darf man heute gar nicht mehr sagen. Da ist einem der breite Grinser garantiert von seinem Gegenüber. Wenn nicht noch eine blöde Retourkutsche kommt, dann ist mir jetzt zu lahm hier. Und jetzt gib auch Gas, du bist auf der Überholspur. Dann überhol auch. Das geht nur, wenn du schneller fährst als der zu Überholende. Danke. Ganz wichtige Regel. Wenn du einen überholen willst, musst du schneller sein als der. Sonst klappt es nicht. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Das sagst du mir aber früh. Da ist die Musik. Noch ist sie sehr leise. Ich hoffe, die wird nicht sonderlich lauter. Hört er die? Müsste eigentlich hören, ne? Ja, ja. Jetzt ist auch die Zeit abgelaufen. Genau jetzt spätestens sollen wir da sein. Die Musik geht erst an, wenn man eigentlich schon zu spät ist. Auch blöd, ne? Die hätte man, weiß nicht, 4-5 Stunden vorher anmachen sollen. Damit man weiß, oh, die Musik, ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Jetzt beeilen, damit man eine Chance hat. Das ist aber nicht mehr zu schaffen. 118 Kilometer noch. Möchte mal wissen, wo ich das vertrödelt habe. Oh ne, jetzt kommt er da wieder rechts rüber und bremst da und nervt da rum. Ich habe keine Zeit, Kollege. Sieh zu. Wenn man natürlich die Musik so rechtzeitig da schon immer einsetzen lässt, dann muss man aber auch die Möglichkeit bieten, in der Einstellung diese Musik zu deaktivieren. Wenn ich mich nämlich recht erinnere, geht das nämlich gar nicht. Ich kann jetzt nicht einstellen im Gameplay diese Wahnhektik-Stressmusik abschalten. Geht, glaube ich, gar nicht. Nee, geht nicht. Die muss ich mir anhören, ob ich will oder nicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre ja, ob denn die Musik-Lautstärkeneinstellung auch für diese Musik gilt. Dann könnte man die ja ganz runter regeln, ne? Na, ich weiß nicht, wie ihr die hört, aber ich höre die relativ leise, die Musik. Dann ist das alles in Ordnung. Ach, da ist eine Ente. Ja, eine Ente ist immer vorne, ne? Das hat auch seinen Grund. Ja. 88 Kilometerchen nur noch. Das ist gar nicht mehr weit. So. Ich weiß nicht, ob die Idee gut war. Ihr habt doch bestimmt hier wieder so einen Einspurenmist gemacht. Deswegen bleibe ich mal, bevor mir irgendeiner dazwischen kommt, eisenhart auf der linken Spur. Siehste? Obwohl, hier hätte ich ja über die Sperrfläche fahren können. Ach ja. Ich hatte ja schon so einiges in dieser Jubiläumsfolge, wo ich ja so lange mit dem unterwegs war, hatte ich ja schon so einige Schwierigkeiten gehabt. Hier und da ein bisschen angeschramst und angekrapst. Aber er sagt mir hier... Oh, das ist Blitzer. Ist mir jetzt egal. Er sagt mir aber nichts von Schäden am Trailer. Naja, aber dafür kommen wir zu spät. So. Was haben wir denn noch? Noch 60 Kilometer. Und immer noch Autobahn, wunderbar. 90 ist wieder erlaubt, da war wohl kein Blitzer. Gut so. Ups, Entschuldigung. Sch
Entschuldigung für den Schlenker, weil hier der kleine Cabrio, der kleine rote Cabriolet, der dürfte ein bisschen Angst gekriegt haben. Ja, so, ich fahre jetzt aber trotzdem hier mal rechts ran, derweil die Zeit abgelaufen ist. Nicht wahr? Stehen bleiben, damit, wenn welche hier rausfahren, das machen manche KIs, wie wir da gerade sehen, nämlich, da nicht Schwierigkeiten kriegen und wir dann irgendwie einen Stau haben nachher hier. So. Motor aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder, falls noch nicht geschehen, ein Abo. Und 42 Kilometer noch in der nächsten Folge kommen wir auf jeden Fall an. Das wird dann voraussichtlich auch die letzte Folge im Singleplayer sein, vorläufig, weil ich dann ja erstmal im Multiplayer ein bisschen was machen will. Den neuen Skin werde ich vielleicht noch ausprobieren, je nachdem, schauen wir mal. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, bye bye, tschüssi.